Ja, moine Freunde und damit hallo, herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Tag zur Übersicht des bald erscheinenden Spiels Garden Life A Cozy Simulator. Auch hier vom Publisher Nacon, der einige Spiele dieses Jahr noch herausbringen wird. Und Garden Life ist so ein bisschen der Anstoß dieser Release-Reihe. Denn Garden Life soll schon am 22. Februar 2024 für den PC, aber auch für die Xbox Series S X und für die PlayStation 5 herauskommen. In diesem Simulator, ja, wie es der Name auch schon so ein bisschen beschreibt, werden wir unseren eigenen Garten hegen und pflegen. Dazu haben sie Folgendes geschrieben: Wende korrekte Techniken der Gartenarbeit an, lebe deine Kreativität aus und erlebe die Seelenruhe, die das Kultivieren deines eigenen Gartens mit sich bringt. Ja, und dazu möchte ich mal so die Haupteckdaten mit euch ein wenig angucken. Worum geht's eigentlich hier in Garden Life, A Cozy Simulator genau? Außer, dass wir natürlich unseren eigenen Garten hier pflegen sollen. Lege deinen Traumgarten an und pflege ihn, indem du adaptierte Gartentechniken aus dem echten Leben verwendest. Das heißt, Pflanzensamen, lass ihn genügend Platz zum Wachsen, gieße, dünge und schneide deine Pflanzen zurück, um ihre natürliche Schönheit zu unterstreichen und sie gesund zu halten. Entdecke verschiedene farbenfrohe Sorten und entfalte das Potenzial jeder Pflanze. Jede Unkraut und lasse einzelne Büsche stehen, um die Pflanzen vor Schädlingen zu schützen. Bewundere deine Pflanzen in voller Blüte, auch im Wechsel der Jahreszeiten. Im Gartenlife gedeihen alle Pflanzen unabhängig von den Jahreszeiten. Spiele den Story-Modus oder den Kreativ-Modus. Also man geht hier wirklich voll und ganz in diese Gartenarbeit auf. Ich, ganz ehrlich, kenne mich da immer gar nicht so sehr aus. Wo ich aber auch dann wirklich Simulatoren richtig stark finde, ist halt das Ganze halt ein bisschen näher kennenzulernen. Ob es ein Jobsimulator ist oder wie hier vielleicht ein Gartensimulator, der einen das so ein bisschen näher bringt, was es heißt, eine Naturkunde zu betreiben. Das heißt zum Beispiel, Unkraut soll man beseitigen, aber soll man auch ein Büschel da lassen, damit das Ungeziefer auf dieses Unkraut geht und nicht unsere eigentliche Pflanzenpracht angreift. Und was ganz interessant ist, wir haben einen Story-Modus und natürlich einen Kreativ-Modus. Der Kreativ-Modus, warum? Natürlich ist halt ein bisschen Sandbox-artig, dass wir halt wirklich eine freie Fläche haben und uns dann voll austoben können mit all den Dingen, die wir vielleicht noch erst freischalten müssen oder die sowieso schon freigeschaltet sind. Und der Story-Modus, dass wir höchstwahrscheinlich mit anderen Menschen interagieren können und verschiedenste Aufgaben annehmen sollen. Und dazu kommen wir auch mal wegen der Story-Modus. Wie kann man sich den vorstellen? Denn wir sind für einen verlassenen Gemeinschaftsgarten verantwortlich. Das könnte zum Beispiel sein, wie bei einer Mietsparteiwohnung, wo wir vielleicht einen kleinen Garten haben und jeder darf da eigentlich irgendwie herumwerken. Nur wir sind diejenigen, die das machen. Und wir beschließen, die Ärmel hochzukrempeln, um ihnen einen neuen Glanz erstrahlen zu lassen. Hilfe deinen Nachbarn, um Belohnung zu erhalten. Schalte neue Werkzeuge, Samen, Dekoration und Bereiche des Gartens frei. Erfahre mehr darüber, was sich hinter den abgelegenen Ort verbirgt und lerne deinen Nachbar besser kennen. Schalte sofort alle Bereiche deines Gartens frei, einschließlich aller Samen und Dekorationen, und lasse deinen Kreativ freien Lauf. Also das ist im Endeffekt der Kreativmodus. Wie gerade schon erwähnt und angedacht, werden wir da alles, was wir im Story-Modus uns vielleicht mühselig erarbeiten müssen, wird schon freigeschaltet sein, damit wir uns voll und ganz kreativ auslassen können. In diesem Modus ohne Einschränkungen kannst du dein Traumdesign zum Leben erwecken. Die speziell für das Spiel entwickelte prozedurale Wachstumssimulation sorgt dafür, dass jede Pflanze auf ihre eigene Weise wächst. Jede Pflanze wächst prozedural und einige passen sich sogar an ihre Umgebung an, indem sie klettern, wenn sie in der Nähe bestimmter Objekte gepflanzt werden. Auf dem Dorfplatz kannst du deinen Stand Blumen und Sträuße verkaufen, um mit den Erlösen neue Samendekorationen und Werkzeuge im Laden zu kaufen. Verende riesige Blumenskulpturen im Pavillon mit deinen gezüchteten Pflanzen spenden, um bezaubernde Belohnungen zu erhalten. Ja, und wie quasi jetzt hier schon sich so ein bisschen breit macht, dieser Garden Life Simulator wird wirklich für Liebhaber sein. Ist ein Nischenprodukt, wird vielleicht nicht jedem gefallen, aber ich denke mal, um von den Alltag ein bisschen runterzukommen, ob es die Schule ist, die Ausbildung oder aber auch die Arbeit, kann es doch irgendwie ganz schön sein, hier seinen eigenen Garten hegen und zu pflegen. Also wir werden uns nicht immer in den Garten aufbehalten, wir werden nicht immer alleine sein,
wie wir Nachbarn helfen können. Dementsprechend wird es verschiedenste Quests geben. Wir haben einen kleinen Markt, wo wir unsere gezüchteten und abgeernteten Pflanzen auch verkaufen können, um dementsprechend neues Geld zu verdienen, um uns neue Sachen zu kaufen. Das im Endeffekt, Freunde guten Laune, ist der Garden Life, a cozy Simulator. Und ich möchte ganz gerne mal wissen, wer dieser Garden Life Cozy Simulator eigentlich ein Spiel für euch. Auch wenn es ein kleines Nischenspiel ist, könnte es trotz alledem pure Ruhe bedeuten. Und könntet ihr euch vorstellen, da einfach so ein bisschen einzutauchen, euren eigenen Garten zu pflegen und den Alltag hinter euch einfach mal ein bisschen vergessen zu machen? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Für all die Konsolenbesitzer, Garden Life Cozy Simulator wird auch am 22. Februar erscheinen und wird in zwei verschiedenen Versionen, zumindest auf der Xbox, herausgebracht. Einmal die normale Pre-Order Edition für 39,99 und die Garden Party Edition für 45 Euro. Bei der normalen Edition ist noch folgende Add-on enthalten: Eco-Friendly Decoration Set, und bei der Garden Party Edition ist dieses selbige Add-on vorhanden, aber noch dazu gibt es den Garden Party Pack. Wie gesagt, das Ganze normal 40 Euro und in der Garden Party Edition 45 Euro. Dasselbe findet ihr auch in PlayStation wieder, einmal für 40 Euro die Standard Edition und für 45 Euro die Party Edition. Wie gesagt, alle drei Versionen, zumindest alle PC- und Konsolenversionen, erscheinen am 22.02. um ungefähr 10 Uhr für anfangs 40 Euro. Lasst mich gerne mal in die Kommentare wissen, ob es ein Spiel für euch wäre, und wir sehen und hören uns bei der nächsten Spielevorstellung. Macht's gut, auf Wiedersehen und tschüssikowski.